Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise ja, es dreht sich um Pokémon Go sozusagen, denn es ist schon ewig bekannt natürlich. Ich habe Tickets für das Go-Fest, hier steht es nochmal schwarz auf weiß, die Mitglieder deiner Gruppe Eiberschaf, Superstar, Neon und Elisa Huhn, denn mit Pupsi und Iswo werde ich nach Dortmund fahren, wir werden das Go-Fest besuchen. Haben da Tickets gekauft, insgesamt für 91,63 €. Das ist kein Early Access, das ist einfach normal, weil wenn ihr für 25 Euro Tickets kaufen wollt, bezahlt ihr für ein Ticket am Ende 35 Euro sozusagen, weil dann nochmal 10 Euro durch Steuer und Gebühren und sonst was draufgeschlagen werden. Und wenn ihr die Early Access Tickets haben wollt für 35 Euro, habt ihr in Wirklichkeit ja 45 Euro bezahlt. So kann man es natürlich machen. Aber jetzt also für 3 Personen, sagen wir mal 90 Euro. Und bevor feststand überhaupt, ob wir Tickets bekommen, war der Ramses ja so schlau und hat ein Hotel gebucht. Dazu habe ich auch extra nochmal eine Folge gemacht, wo ich auch ganz stolz war, denn da habe ich ja 98 Euro bezahlt. 98 Euro, schönes geräumiges Zimmer in Bochum. Bochum ist jetzt nicht Düsseldorf, Dortmund, wie komme ich auf Düsseldorf? Düsseldorf steht da drüben auf dem anderen Zettel. Bochum ist jetzt nicht Dortmund, aber ihr habt ja selbst gesehen und ihr wisst ja auch, wer in Dortmund ein Hotel sucht, der wird pleite gehen, denn wenn die Bezahlung, also die Kosten für eine Übernachtung oder zwei Übernachtungen nehmen, sich plötzlich auf 500 Euro belaufen, mittlerweile, nachdem ich geguckt habe, auf 1000 Euro oder 1700 Euro manchmal für zwei Übernachtungen in einem Hotel nähe Dortmund, dann ist es ja richtig brutal. Und da kam jetzt das Problem auf, ich habe das extra hier für Bochum gebucht, da ist man zwar 15 Kilometer noch entfernt, aber wir sind ja eh mit dem Auto unterwegs, werden einfach rübergefahren an dem Samstag mit dem Auto, von dem Hotel aus, in den Park rein, aus dem Park raus abends, wieder zurück und für 3 Personen, 2 Übernachtungen für 98 Euro, das ist wirklich ein Schnäppchen. Da war ja wirklich alles dabei. Hier steht auch für maximal 4 Personen, weil das wie so eine Ferienwohnung ist, wo man rein kann. Kaffee- und Teezubehör, Dusche, TV, Haartrockner, Bügeleisen, Küchenzeile, Kühlschrank, Sitzecke, Mikrowelle, Waschmaschine, Heizung, Teppichboden, Flachbild-TV, Sofa, Essbereich, Wasserkocher, Küchenutensilien, Wäschetrockner, Kochplatten, Grill, Reinigungsmittel, Kaffeemaschine, Handtücher, Bettwäsche, Esstisch, Gartenmöbel, Essplatz im Freien, obere Stockwerke nur über eine Treppe erreichbar, Garderobenständer, Wäscheständer, Toilettenpapier, Brettspiele, Puzzle, Schlafsofa, Rauchmelder, Bettgröße, 2 Schlafsofas. Das war also richtig cool, vom 5. bis 7. Juli gebucht, war alles eingetragen, hab die Bestätigung bekommen, auch alles hier. Hab das alles unter Dach und Fach gehabt und jetzt habe ich nicht schlecht gestaunt, denn als ich auf mein PayPal-Konto geschaut habe, als ich für Cashless Kalle die CDs angefertigt habe, habe ich eine Rückbuchung bekommen. Da kam nämlich einfach die 98 Euro von dem Hotel wieder zurück. Nach über einem Monat haben die einfach das Geld zurückgebucht, ohne was zu sagen. Diese Schlingel. Und dann wurde mir dann auch bestätigt, dass ich also gar kein Zimmer mehr habe in Bochum und auf der Straße stehe, wie ein Obdachloser jetzt auf einmal. Da hat man sich wirklich drauf verlassen, man sucht was, kriegt ein richtig saftiges Angebot für 98 Euro, bezahlt das, wiegt sich in Sicherheit, dann kriegt man die Tickets noch dazu für das Go-Fest, freut sich ein drittes Arschloch und sagt, yeah, warum drittes, der hat schon 2, genau, keine Ahnung. Ja, das eine bin ich im Allgemeinen. Nein, auf jeden Fall freut man sich da riesig, dass man das alles unter Dach und Fach kriegt und plötzlich springt das Hotel ab. Jetzt standen wir natürlich da und gesagt, und jetzt? Wir machen einfach Stress ohne Grund und sagen, wir haben das gebucht, wir wollen das haben, aber hast du keine Chance, kannst du nicht machen. Ich habe dann die Dame doch mal erreicht, der das gehört. War natürlich keine Deutsche und die hat gesagt, die letzten Gäste haben da so Rabatz gemacht in dieser Wohnung, dass ihr die Wohnung gekündigt wurde und sie nicht mehr zur Verfügung ist. Sie kann die gar nicht mehr vermieten oder man kann die nicht mehr buchen, anmieten, sonst was. Also alles Mist. Wir uns also weiter umgeschaut, gedacht, okay, man wird schon noch was finden, haben wieder geguckt. In Dortmund mittlerweile statt 500 Euro, wie gesagt, über 1000 Euro für ein Zimmer, 1700 Euro teilweise. Also
da rasten die Leute wirklich komplett aus. Dann hat Pupsi was gefunden, das war auch sehr preiswert, lag bei 110 Euro für 3 Personen und 2 Nächte. Konnte man nur mit Kreditkarte bezahlen. Mittlerweile wurde mein Netteller-Konto aber auch gesperrt, weil ich irgendwie den Code falsch eingegeben habe. Da kennen die nix, da machen die kurzen Prozess. Und nach weiterer Suche, jetzt sind wir nicht 15 Minuten entfernt, nicht 15 Kilometer, sondern eine Dreiviertelstunde entfernt, aber haben noch was gefunden in Datteln. Hey, und das ist jetzt die Rettung, denn wir mussten umbuchen, da das andere ja nicht mehr da war. Komischerweise habe ich von der neuen Wohnung, von der neuen Adresse im Prinzip nichts. Bei dem anderen war so viel Text, was da alles dabei ist in der Wohnung, sage ich mal. Und hier einfach nur, deine Buchung wurde bestätigt. Du reist nach Datteln. Ruhige Anliegerwohnung in Datteln. Das sieht man im Prinzip jetzt nur ein Bild hier von außen. Das ist das dann und das ist fertig so in Datteln. Okay, sonst noch was dabei, ja, Nordrhein-Westfalen, 93,44 Euro, sehr genial, das ist sogar also günstiger als das andere war ja bei 98 Euro, das ist bei 93 Euro für 3 Personen. Natürlich hat man jetzt mehr Fahrt, weil man jetzt eine Dreiviertelstunde bis zum Park fahren muss, aber ja. Die haben dann auch Bescheid gesagt, dass sie das erste Mal sowas machen und es ist das erste Mal, dass sie überhaupt irgendeine Wohnung vermieten und zur Verfügung stellen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das passt oder ob die nicht im letzten Moment noch abspringen oder da auch was dazwischen kommt. Ansonsten auf den restlichen Blättern steht eigentlich nichts Interessantes, auch gar nichts weiter zur Wohnung. Ihr habt also jetzt wirklich nur dieses eine Bild, wie das von außen aussieht. Das einzig Lustige ist noch dieser Zettel dann, der beigefügt war, finde einzigartige Aktivitäten in und um Datteln. Zum Beispiel habt ihr hier kulinarischer Spaziergang. So schmeckt Düsseldorf. Haben wir hier daneben, was natürlich viel wichtiger ist, Bierverkostung. Brauhaustour Düsseldorf inklusive 4 Alt. Ihr geht also hin durch das Brauhaus, habt die Bierverkostung und könnt euch da richtig einen wegsaufen. Also das ist ja genau richtig genial für die Dicken, da freuen die sich. Aber da haben wir ja gar keine Zeit. Wir sind ja dahin, Freitag hin, Sonntag zurück, Samstag eben dann beim GoFest. Aber da habe ich auf jeden Fall übelst den Schreck bekommen. Stellt ihr euch doch mal vor, ihr bucht euer Hotel, alles ist unter Dach und Fach. Und dann plötzlich kriegt ihr eine Buchung, also eine Rückzahlung auf euer Konto und denkt, was? Und dann steht ihr da und ihr müsst euch was Neues suchen. Und alles andere ist mittlerweile so weit angehoben, dass es da gar kein Rankommen mehr gibt. Also muss man halt irgendwo Abstriche machen. So sind wir jetzt einfach noch weiter entfernt. Und boah, hoffen, dass das jetzt alles klappt. Auf jeden Fall bleibt es weiterhin spannend und immer wieder was los. Also zur Not nehmen wir einfach ein Zelt mit, schlafen zu dritt im Zelt oder im Auto oder irgendwo sonst was. Vielleicht findet man auch jemanden, der einen mit nach Hause nimmt und ein Herz für Tiere hat. Kann ja auch alles sein. Habt ihr euer Hotel mittlerweile schon? Und wen trifft man denn nun alles an in Dortmund? Ich habe schon von einigen gehört, die mittlerweile ja ihre Tickets haben die gekauft, haben schon gesagt, ja, ich bin da, wir sind vielleicht auch da, dann wollten die noch fahren, die vielleicht. Es ist immer so ein Hin und Her. Wenn ihr also auch in Dortmund seid, schreibt's mal in die Kommentare und vielleicht sieht man sicher. Müsst ihr nur gucken, wo so ein dicker Mann mit einer Kamera rumläuft, mit Bart und Brille. Am besten mit Mütze, wenn es dann nämlich 40 Grad im Schatten sind, darf die Mütze nicht fehlen. Die habe ich eigentlich immer auf. Ich weiß nicht, warum sie jetzt gefehlt hat. Man muss ja auch mal die Justin Bieber Frisur zeigen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in Dortmund beim GoFest. Und ich bin richtig gehypt und richtig gespannt. Und das wird eine richtig gute Zeit. Da glaube ich fest dran. Heute ist schon besser als gestern. Das war es aber von meiner Seite aus. Kurz in die Hose geschissen und jetzt wieder alles gerettet. So muss es sein. Ne? Nicht aufgeben, lasst euch nicht von eurem Weg abbringen. Wenn ihr was wollt, zieht das durch. Es gibt immer noch eine Notlösung. Auch wenn ihr denkt, es geht nicht weiter. Es geht immer weiter. Das noch das Wort zum Sonntag, ne? Obwohl heute gar nicht Sonntag ist. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.